Frau Dr. Bauer, Herr Filzer, für die habe ich heute nichts. Jetzt schauen Sie nicht so, weil wegen dem Personalmangel bei der Post muss ich Sie die ganze Post selber austragen. Unser alten Postbot, der hat die letzten Monate so viel Backel austragen, den hat direkt an den Schalter geworfen, den haben sie wegbringen müssen. Der hat oft mitten in der Nacht seiner Frau einen Zettel aufs Hirn gepappt, wo drauf gestanden ist, habe sie nicht angetroffen. Und unser neuer Postbot, der kommt nur noch unregelmäßig wegen dem Personalmangel. Und weil die Spritpreise so hoch waren, hat er sogar Mitfahrgelegenheit. Der kommt nur noch alle 14 Tage mit der Biotonne. Wirklich wahr. Schon gesagt, jetzt gibt es bei der Post so gut wie keine Beamten mehr und trotzdem braucht der Werbeprospekt länger wie der Bauantrag. Ich habe gesagt, wenn Sie einen Brief verschicken wollen von, was weiß ich, von Passau nach Würzburg, rate ich Ihnen, schicken Sie eine Taube. Ja, eine Blinde mit Rechts-Links-Schwäche, die, wenn in Würzburg ankommt, sagt der Postbot immer noch, was tust denn du schon da? Wirklich, ja, deswegen muss ich es selber machen. Aber die Leute sind da stocknarrisch mit mir, weil es wieder Post kriegen, ich muss ehrlich sagen. Ich werde empfangen wie ein Messias. Ich werde beschenkt. Ich weihe Briefkästen ein. Letzte Woche habe ich sogar ein Kind getauft. Wirklich, ja, am Postus Pilatus. Ich habe schon gesagt, wenn das weitergeht, kriege ich wahrscheinlich nächstes Jahr einen eigenen Feiertag. Und es ist auch so interessant, ich muss ehrlich sagen, weil vor allem, wenn die Leute Postkarten verschicken, ich lese da immer so gern mit. Und ich schaue, was ist. Da zum Beispiel Lanzarote. Lieber Harald, schöne Grüße hier von Lanzarote, das Wetter ist super. Die Kinder haben Magen-Darm, fragen aber täglich nach dir. Ich liebe dich, Bussi, bis bald, deine Angelika. Mei. Eine richtige Liebesgeschichte. Die geht an katholisches Pfarramt. Ich bin der Gustl von der Post, klein das Salär und schmal die Kost, schmal die Kost. Aber das macht nichts, wenn man noch jung ist, wenn man nicht übel, wenn man im Schwung ist. Ohne zu klagen kann man's ertragen, wenn man dabei immer lustig und frei. Bin der Gustl von der Post. Für Sie habe ich auch was, Schatz, ja. Mein Amt ist herrlich, wenn auch beschwerlich, auf die Adresse kommt es an. Ist seine Galante gar eine Charmante, wird es fatal oft dann und wann. Statt Rezipisse geb sie gern Küsse, pfiffige doch benehm ich mich da. Lass sie vor allen Porto bezahlen, sage dann lachend zu ihr, ja, ja. Einen Kuss, wenn ich muss, wenn ich muss. Nur nicht gleich, nicht auf der Stelle, denn bei der Post geht's nicht so schnell. Nur nicht gleich, nicht auf der Stelle, denn bei der Post geht's nicht so schnell. Nein, bei der Post geht's nicht so schnell, nicht auf der Stelle, denn bei der Post geht's nicht so schnell.